Dieser Ort wird schwer bewacht. Flavius raubt dir ihren Verstand. Das ist nicht gut. Oder natürlich. Tanzen sie, bis ihre Füße bluten? Meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind Arme. Sie standen ihm im Weg. Drei Position gerecht. Nadine! Dummes Bauernpack! Tibiabe! Ibi Manere! Den Tanken! Aus dem Fulcrum! Du Konos, nicht erkennen das! David hoch! Squeeze, squeeze, ace! Memento quod operibus! Muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht in einem Versteck. Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb.
Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet. Ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? Ich muss. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Kar. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Auch wenn es aussieht, als würdet ihr gewinnen, wir werden wiederkommen. Der Orden der Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagrä zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich
unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck. Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Geht es ihr gut? So gut, dass jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitungen. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren, nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus, dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Wir brauchen kein Credo, keine Ideologie. Wir lauern nicht im Schatten. Wir schreiten im Licht. Nur Propaganda des Ordens der Ältesten. Flavius hat Feinde der Freiheit aus euch gemacht. Söhne des Prometheus, ihr werdet uns folgen. Nur wenn ihr dem Orden dient, erlangt ihr Rettung. Wir möchten die Welt so haben, wie sie ist. Als Ort der Ordnung, Symmetrie, Harmonie. Dies wünschen die Götter. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. In consumationem! Et percutiamo se io... State! Voilà! Mors! Ego a stendam tibisora! Tibi ave! Ibi manere! Et eu vedret! Et percutiam! Ach, das brennt! Voilà!
Tentasset! Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer? Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Oder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns! Das ist nichts als Tricks! Doch du, Bett! Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei! Wie bei allen anderen.
deine Macht. Er war ein Kind, Flavius! Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papo. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Remus Kaar Ruhe gefunden hat. Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Remu hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich.
So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz.